Jeder kennt sie, jeder liebt sie, die Currywurst. An manchen Imbissbuden so ein bisschen mittelgut. Wir machen heute die Premium-Variante auf dem Davos Pro. Der Grill ist jetzt vorgeheizt zwischen 200 und 250 Grad. Das ist perfekt für die Wurst. Wir haben den Gusseisenrost auf dem Davos Pro in der Vulkanposition. So haben wir in der Mitte richtig schön gebündelte Hitze, um die Würstchen schön scharf anzugrillen, aber an der Seite noch eine Zone, wo wir sie warm halten können. Ich habe euch eine exklusive Currysoße versprochen und das möchte ich jetzt auch einhalten. Ihr nehmt euch einen Topf und da geben wir als allererstes ein bisschen Sonnenblumenöl rein. Dann schön fein geschnittene Schalotten, Currypulver und für die Rauchnote geräuchertes Paprikapulver. Jetzt kommt passierte Tomaten dazu, Ketchup und für den fruchtigen Geschmack ein Mangopüree. Das Ganze wird dann schön einmal aufgekocht und wir haben eine tolle exklusive Currysoße. Schaut euch diese Würste an, knackig braun und die tolle Soße dazu. Wir können sie nicht länger trennen, wir müssen sie zusammenbringen, deswegen schneiden wir sie auf und richten sie an. Eine perfekt gegrillte Wurst, fruchtige Currysoße. Und warum? Weil es eben nicht Wurst ist. Deswegen viel Spaß beim Nachgrillen.